Willkommen auf meinem Kanal für Minimalismus. Wir häufen im kollektiven Konsumkaufrausch so viele unnötige materielle Dinge an. Das macht uns krank. Deshalb befreie dich. Die Lösung? Weniger Besitz. Früher hatte ich Tonnen an CDs und Platten. Die Wohnung? Total zugemüllt. Heute abonniere ich digitale Musik. Und Hörbücher. Ich kaufe keine DVDs mehr. Ich habe ein Abo bei Netflix und Prime. Und Disney Plus. Und für Fußball natürlich noch Sky, DAZN und TV Now. Das geht ja nicht anders. Weniger Eigentum heißt weniger Verantwortung. Und so hast du mehr Raum für... Apropos Raum. Speicherplatz abonniere ich bei iCloud und Google Drive. Es geht darum, sich weniger an Materielles zu binden. Dann behältst du die Kontrolle über dein Bahncard. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach so, das gibt's ja nur als Abo. Stimmt. Weniger kaufen bedeutet mehr Zeit für... das ist das YouTube-Abo. Keine Werbung und so. Also, ein klarerer Geist, der hilft mir bei Adobe. Ja, habe ich auch abonniert. Also, gibt's ja nur als Abo, wie Software allgemein. Ja, ganz oft. Microsoft auch, genau, habe ich. Und also, für ein klares Mindset habe ich die Orga-App. Da brauchst du das Business-Abo, wenn du die komplett nutzen willst. Und die Passwort-Merk-App. Ja, da zahle ich auch monatlich. Und was ist das denn hier? Also, genau. Freischalt-Flatrate für den E-Scooter. Habe ich das denn gemacht? Das war dieses Probeabo-Angebot damals. Und oh, was, das ist das? Also nee, das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Und so. Oh, das ist die wöchentliche Essenslieferung. Ich scheiße ganz kurz. Gibt es eigentlich eine App, die mir einen Überblick über all meine Abos gibt? Mal gucken. Spiegelartikel, der sagt, oh fuck, kann ich nicht lesen. Spiegel Plus. Scheiße. Komm, zack, direkt Abo. Also häuft ja nicht so viel materiellen Scheiß an, sonst verliert ihr die Orientierung. Für mehr Tipps zum minimalistischen Slow Living müsst ihr einfach meinen Kanal abonnieren. Lasst ein Abo da. Ein Abo. Ein Abo. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.